Svenja Sänger aus Berlin richtet ihr Leben ganz nach den Erwartungen ihrer Eltern aus. Die 19-Jährige macht eine Lehre zur Bäckerin im Betrieb ihres Vaters Stefan. Nebenbei studiert sie noch Betriebswirtschaftslehre, um einmal die elterliche Bäckerei übernehmen zu können. Bislang stört es Svenja nicht, dass dabei kein Platz für ihre eigenen Wünsche bleibt. Doch das ändert sich schlagartig, als eines Tages, während Svenja gerade Besuch von ihrer Freundin Denise hat, der 29-jährige Tobi Kehlmann in den Laden kommt. Guten Tag, mein Name ist Tobi Kehlmann und ich bin ehrenamtlicher Mitarbeiter bei der Berliner Tafel. Ja, Berliner Tafel. Und? Es geht nämlich darum, wir sammeln alte, aber noch genießbare Lebensmittel ein für bedürftige Menschen, die entweder kein oder nur sehr wenig Geld haben, um sich frische Sachen zu kaufen. Ja, was habe ich damit zu tun? Bei mir ist alles frisch, ich verkaufe kein altes Zeug. Natürlich, aber Sie werden doch bestimmt noch altes Brot vom Vortag übrig haben, das Sie nicht mehr verkaufen können. Ich wollte fragen, ob Sie das der Berliner Tafel spenden können. Machen Sie Witze? Ich habe hier eine Bäckerei und ich bin nicht die Wohlfahrt. Mir schenkt auch keiner was. Ja, ich will ja nichts geschenkt haben. Ich will ja nur das alte Brot, was Sie eh wegwerfen. Jetzt passen Sie mal auf. Wenn ich jedem hergelaufenen Penner hier irgendwas schenken würde, dann verkaufe ich irgendwann nichts mehr, dann kann ich zumachen. Ja, aber bei Ihnen landet das Brot doch sowieso im Müll. Das ist doch totale Verschwendung. Was ich mit meinem alten Brot mache, das ist ganz allein meine Sache. Und Sie verschwinden jetzt hier, aber ganz schleunig. Aber das Brot ist doch nicht für mich, das ist doch für bedürftige Menschen. Das ist mir völlig egal. Die sich raus. Aber... Sag mal, Papa, spinnst du den armen Mann einfach rauszuwerfen? Weißt du, wie peinlich du bist? Was hast du denn jetzt? Der hat in seinem ganzen Leben mit Sicherheit noch nicht ein einziges Mal gearbeitet. Der schlaucht nur rum den ganzen Tag. Papa, er hat einen Ausweis von der Tafel. Denn sowas kann man ja auch nicht fälschen. Ja, und wenn schon? Du hättest ihm doch dieses alte Brot geben können. Ey, Papa, du bist so peinlich, Mann. Lernst du sowas eigentlich an der Uni? Ich habe nie irgendjemanden um irgendwas gebeten. Ich habe alles ganz alleine aufgebaut. Und als wir vor 4 Jahren wegen dieser blöden Bäckereiketten beinahe schließen mussten, habe ich uns alleine aus dem Sumpf rausgezogen. Und jetzt kommt da so ein blöder Schmarotzer und meint, er kann mich über den Tisch ziehen? Nee, nicht mit mir. Da muss er eher aufstehen. Run, boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. Svenja ist wütend auf ihren Vater. Denn durch Tobi Kehlmanns soziales Engagement ist der 19-Jährigen klar geworden, dass es auch in ihrer Nähe Menschen gibt, die nicht so viel Glück im Leben haben wie sie selbst. Als die Auszubildende am nächsten Tag beobachtet, wie Tafelmitarbeiter Tobi ihren Müll nach altem Brot durchwühlt, beschließt sie spontan, etwas dagegen zu tun. Hey, du musst nicht gehen. Ich habe damit kein Problem. Echt jetzt? Wirklich. Okay, ist aber nett von dir. Ja, ich wollte mich außerdem für meinen Vater entschuldigen. Das war so eine unnötige Aktion von ihm. Meinst du, er hat nichts dagegen, wenn du mir die Brötchen gibst? Ach Quatsch, was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Cool. Wie heißt du eigentlich? Ich bin Svenja. Hi. Ich bin Tobi. Arbeitest du regelmäßig hier? Und ich mache hier meine Lehre. Also willst du Bäckerin werden? Nein, aber mein Vater will, dass ich später die Bäckerei übernehme. Außerdem studiere ich nebenbei noch BWL. Wow. Und, macht dir das Spaß? Ja, wie man es nimmt. Ist halt nicht für mich, ist halt mehr für meine Eltern. Und du, wie lange arbeitest du schon bei der Tafel? Och, seit einem Jahr. Und kann man von dem Geld leben? Also ich arbeite ehrenamtlich für die Tafel. Okay. Und ich lebe seit 2 Jahren ohne Geld. Okay, wie soll das gehen? Ja, das geht. Ich tausche nämlich meine Arbeitskraft gegen die Dinge ein, die ich so brauche im Leben. Ja. Zum Beispiel letzte Woche habe ich einer Dame geholfen, ihr altes Auto zu reparieren. Dafür habe ich Schuhe bekommen von ihrem Sohn, fast wie neu. Und einem Kioskbesitzer habe ich geholfen, bei sich das Zimmer zu renovieren. Und dafür habe ich jetzt ein halbes Jahr lang kostenlos die Zeitung bei ihm. Okay, aber du nimmst dich doch auf den Arm, oder? Nein, echt jetzt? Ja, ich weiß, die Leute denken, es dreht sich immer nur alles ums Geld. Aber bei mir nicht. Nein, ich helfe anderen und andere helfen mir. Also eine Hand wäscht quasi die andere. Was hat das denn hier zu bedeuten? Ja. Rück sofort mein Brot raus, aber ein bisschen plötzlich. Aber Papa, lass ihn doch. Sag mal, bist du völlig durchgedreht, dem auch noch die Brötchen zu schenken? Die ziehe ich dir vom Gehalt ab, Madame. Das lass dir mal gesagt sein. Ja, dann mach das. Ist mir doch scheißegal. Mein Vater hat sie doch nicht mehr alle. Ey, ich bin so froh, dass er nicht weiß, wo Tobi wohnt. Dieser Verrückte würde ihn doch wirklich anzeigen. Doch Stefan zeigt Tobi tatsächlich an. Er will ihn wegen Diebstahl und Hausfriedensbruch drankriegen. Svenja ist entsetzt über das unmenschliche Verhalten ihres Vaters. Die 19-jährige Idealistin will diese Ungerechtigkeit nicht mittragen, plündert ihr Sparbuch und organisiert für den verblüfften Aussteiger einen Termin bei Anwalt Niklas Dittberner.
Ich habe Ihnen ja am Telefon schon alles erklärt. Ja. Aber Sie müssen mich verstehen. Ich meine, genau so einen Menschen wie Tobi, der nur anderen helfen möchte, dass er ihn anzeigt. Ich muss dagegen etwas tun, auch wenn es gegen meinen Vater ist. Ich verstehe Sie ja total, dass Sie das menschlich irgendwie enttäuscht und ärgert, dass Ihr Vater wegen weggeworfenen Broten da eine Strafanzeige lostritt. Aber streng juristisch betrachtet hat er recht. Und was bedeutet das jetzt? Naja, das bedeutet, dass diese weggeworfenen Brote natürlich immer noch fremdes Eigentum sind. Also entweder das Eigentum von demjenigen, der die weggeworfen hat, oder das Eigentum von dem Müllunternehmen, je nachdem, wie man das Ganze betrachtet. Ja. Diese Lebensmittel in der Mülltonne, die werden verbrannt, damit wird Strom hergestellt, ist also auch nicht vollkommen wertlos. Natürlich, auf der anderen Seite gebe ich Ihnen ja recht, also dieses Zeug ist nichts mehr wert. Ja. Und deswegen werden Sie dafür auch nicht bestraft werden, weil die Schuld einfach zu gering ist. Das heißt, Tobi hat nichts zu befürchten. Naja, ganz so einfach ist es nicht, denn es bleibt halt auch noch immer ein Hausfriedensbruch. Ne? Also ich meine, einmal ist der Diebstahl, aber Sie haben sich ja auch unerlaubt da auf dem Hof aufgehalten und das ist auch ein Hausfriedensbruch, ist auch eine Straftat. Hat doch niemandem was getan. Ja. Kann man da nichts machen gegen die Anzeige? Also man kann eine ganze Menge machen. Und ehrlich gesagt glaube ich auch nicht, dass sie dafür bestraft werden. Ich kann mir nicht mal vorstellen, dass sie angeklagt werden. Aber mein Vorschlag wäre jetzt eigentlich, dass wir zunächst mal Ihren Vater anrufen, einen Termin machen und die Sache irgendwie nochmal versuchen, so konsensual aus der Welt zu räumen. Das wäre so mein Vorschlag. Denke ich mal, die beste Lösung. Ja? Svenja ist enttäuscht, dass der Anwalt vorerst keine besseren Nachrichten hat. Dennoch möchte sie Tobi weiter unterstützen und begleitet ihn nach dem Gespräch zur Berliner Tafel, wo der 29-Jährige heute Dienst hat. Die Auszubildende ist vom Leben des Aussteigers beeindruckt und findet ihn irgendwie süß. Wie bist du auf die Idee gekommen, so ganz ohne Geld zu leben? Ich meine, das macht man ja nicht einfach so. Ja, also vor 2 Jahren habe ich selber mitbekommen, wie Leute aus meinem Umfeld ihr gesamtes Geld verloren haben. All das, wofür sie jahrelang geackert haben, war von einem Tag auf den anderen futsch. Tja, die waren natürlich am Boden zerstört. Ja. Und da habe ich selber gemerkt, wie unglücklich Geld eigentlich macht und dass sich immer nur alles ums Geld dreht. Dabei finde ich, ohne Geld lebt es sich viel besser. Also ich hätte nichts dagegen, so richtig viel Kohle zu haben. Ich meine, ich könnte mir kaufen, was ich will. Ja, so erziehen die uns ja auch schon. Von klein auf geht's los. Die Menschen denken doch nur noch daran, wie sie immer mehr Geld machen können. Und sie belügen sich, sie betrügen sich, sie hassen sich dafür, nur um noch mehr Geld zu haben. Wenn das Geld weg ist, von einem Tag zum anderen, was ist dann? Ha? Ich bin glücklich. Ganz ehrlich, genieße nämlich meine Freiheit. Ich muss nicht von morgens bis abends für andere arbeiten gehen, nur um danach Geld ausgeben zu können, um mich besser zu fühlen oder sowas. Hey, Hans! Tobi. Sag mal, hallo! Wie ist dir? Gut cool. Soweit, Mensch. Guck mal hier, mein Bein ist wieder völlig verheilt, war. Halt wieder voll ja, schick. Das ist doch top. War übrigens ja, super Tipp von dir mit dem Arzt, der hier so Leute wie uns auch so ohne Krankenkasse nimmt. Also wirklich, ohne den würde ich noch Schmerzen haben und noch wahrscheinlich immer noch ein offenes Bein. Also bin ich dir wirklich mega dankbar. Ja, du Hans, kein Thema. Richtig du gut. Weißt, komm hierher, wenn du Probleme hast. Komm, ich pack dir noch ein Stück von deiner Lieblingssalami ja, ein. Ja, super, ey. Mensch, Mädchen, halt den Bus fest, der ist richtig in der Welt. Das ist ein echt Newter. So, und lass dich blicken, ja. Wirklich glücklich, dass ich hier bin. Danke. Danke. Morgen. Bis zum nächsten Mal, wir sehen uns. Pass auf den auf. Ciao. Ah, ja. Der scheint dich echt zu mögen. Ja, der Hans, der ist schon echt cooler. Ich mag ihn auch. Ja, die Tafel ist halt nicht nur eine reine Essensausgabe. Oft kommen die Leute auch hierher, weil sie einfach mal ein paar Worte reden wollen. Ja. Und ja, es gibt ganz unterschiedliche Schicksale, was die Menschen hierher führt. Aber das interessiert mich schon. Ganz ehrlich, ich habe mir noch nie richtig Gedanken über die Menschen, die auf der Straße leben oder betteln gemacht. Ich meine, ich weiß, dass es für alles seine Gründe gibt. Aber wie du dich für diese Menschen engagierst, das ist... Ich weiß nicht, das ist toll. Ich habe so einen Menschen wie dich noch nie kennengelernt. Tobi ist ein echt toller Typ. Er ist ganz anders als die anderen Jungs, die ich bisher kennengelernt habe. Wie er sich engagiert und ohne Geld glücklich ist, ist echt krass. Er sieht das Leben einfach so, wie es ist und nimmt es einfach so, wie es ist. Er ist einfach echt. Ich mach die Augen zu und dann seh ich, was die Lust. Svenjas Vater Stefan ahnt nicht, dass seine Tochter für den verhassten Weltverbesserer schwärmt und sogar für ihn kämpft. Nur widerwillig folgt der Bäckermeister 3 Tage später der Einladung von Rechtsanwalt Niklas Dittberner, der ihn davon überzeugen will, die Anzeige gegen seinen Mandanten zurückzuziehen. Was hat das denn zu bedeuten? Was machst du denn hier? Hast du dich etwa mit diesem Kleinkriminellen verbündet? Papa, ich bin einfach nur hier, um dir zu beweisen, dass Tobi kein Krimineller ist.
Ich denke auch mit Kriminellen und so weiter und so fort sollten wir vorsichtig sein. Setzen Sie sich doch erstmal. Bitte setzen Sie sich und lassen Sie uns in aller Ruhe über diese ganze Geschichte nochmal reden. Prinzessin, was weißt du denn schon über den? Du kennst den doch gar nicht. Aber ich bin dein Vater. Herr Sänger, bitte setzen. Darüber solltest du nachdenken. Mensch, Papa, ich habe jeden Tag gesehen, wie Tobi sich in der Tafel abgerackert hat und den ganzen Menschen geholfen hat. Ich verstehe dich echt nicht. Ich verstehe dein Problem nicht. Mein Gott, dieser Penner hat dich ja richtig um den Finger gewickelt. Prinzessin, mach deine Augen auf. Er hat mich bestohlen. Herr Sänger, so kommen wir nicht weiter. Die Idee war ja, dass wir uns hier alle zusammensetzen, um die Sache in Ruhe mal miteinander zu besprechen. Und ich denke, so Anschuldigungen, Beleidigungen und so weiter sind wirklich nicht zielführend. Ja, entschuldigen Sie mal bitte, wie würden Sie sich denn fühlen, wenn Ihre eigene Tochter Ihnen so in den Rücken fällt? Das tue ich doch gar nicht. Ich denke nicht, dass man davon reden kann, dass sie Ihnen in den Rücken fällt. Es ist einfach nur so, dass Ihre Tochter anscheinend versucht, ein Missverständnis, was zwischen Ihnen und dem Herrn Kehlmann besteht, aus der Welt zu räumen. Es ist einfach so, dass sie anscheinend die Ideen, die der Herr Kehlmann eben auch lebt, eben auch gerne unterstützen will. Das darf ja wohl nicht wahr sein. So ist es aber. Und deswegen hätte ich jetzt folgenden Vorschlag an Sie. Ich denke, das ist doch wirklich eine Lösung, mit der alle Parteien sehr gut leben können. Sie nehmen diesen Strafantrag zurück und mein Mandant wird Ihre Bäckerei eine Woche lang gratis putzen. Was halten Sie davon? Gar nichts! Dieser verlauste Rumtreiber setzt keinen Fuß mehr in meine Bäckerei. Und die Anzeige nehme ich auch nicht zurück. Aber wie kannst du so stur sein? Diebstahl ist Diebstahl. Er hat mich beklaut. Ich habe hart arbeiten müssen, um dahin zu kommen, wo ich heute bin. Mir hat niemand was geschenkt. Und du tätest gut daran, dich mal wieder um dein Studium und deine Ausbildung zu kümmern, anstatt dich mit diesem Rumtreiber abzugeben. Mein Gott, du bist so undankbar und dumm. Papa, ich bin kein kleines Mädchen mehr. Ich bin über 18. Und von dir werde ich mir ganz sicher nicht sagen lassen, was ich zu tun oder zu lassen habe. Komm, ich habe die Schnauze voll von dir, wirklich. Ach, warten Sie doch mal, das hat doch jetzt keinen Zweck, dass Sie jetzt einfach so abhauen, Mensch. Ich schäme mich so für ihn. Ich hätte nie gedacht, dass er so kalt und herzlos ist. Aber ganz ehrlich, mir reicht's jetzt. Ich habe keinen Bock mehr auf ihn und seine Scheißbäckerei. Svenja macht Nägel mit Köpfen. In den letzten Tagen ist ihr bewusst geworden, wie sehr sie die Einstellung ihres Vaters und das Leben, das er ihr vorschreibt, verabscheut. Die 19-Jährige zieht ihre Konsequenzen. Sehr zum Leidwesen ihrer ahnungslosen Mutter Bettina. Svenja? Was ist los? Wieso packst du deine Sachen? Ihr Papa ist so krass, ganz ehrlich, ich hab da keinen Bock mehr drauf. Was hat Papa denn gemacht? Papa hat allen Ernstes Tobi jetzt eine Anzeige gegeben. Dafür, dass er einfach nur altes Brot aus der Mülltonne geklaut hat. Aber wer ist denn Tobi? Mama, der Typ aus der Bäckerei von der Tafel, der bei ihm war und den er rausgeworfen hat. Ich verstehe immer noch nicht, Jans. Wir waren heute beim Anwalt. Ich wollte versuchen, die zu überreden, dass sie diese Anzeige zurückziehen. Und Papa hat nichts Besseres zu tun, als mich als undankbar zu beschimpfen und Tobi Penner zu nennen und was weiß ich. Ach, das hat Papa doch bestimmt nicht so gemeint. Ach, komm, Mama, bitte. Ich meine, habt ihr mich eigentlich jemals gefragt, ob ich diese Bäckerei haben möchte? Habt ihr mich jemals gefragt, wie es bei mir werden soll, was ich will? Euch ging es doch immer nur um euch, ganz ehrlich. Du beruhig dich doch mal. Du weißt doch, wie Papa manchmal sein kann. Aber in Wirklichkeit macht er sich doch immer nur Sorgen um dich, um seine Prinzessin. Seine Prinzessin ist gestorben. Ihm ging es doch sowieso immer nur ums Geld. Das kannst du nicht machen. Du kannst jetzt nicht abhauen. Ich habe keinen Bock mehr darauf, Mama. Wirklich nicht. Jetzt mach doch keinen Unsinn, Svenja. Nein. Ich rede nachher mit Papa, dann wird alles wieder gut. Du kannst nicht mit Papa reden. Es lässt sich nicht mit ihm reden. Ich muss abhauen, wirklich. Svenja, bitte bleib doch. Nein, es geht nicht. Man. Tut mir leid. I'm walking away from everything I... Svenja will erst einmal nur weg. Hilfesuchend wendet sich die Berlinerin an Tobi, denn sie ist sicher, dass er, der selbst alles zurückgelassen hat, sie versteht. Der 29-Jährige möchte die Ausreißerin mit einem kleinen Geschenk ein wenig aufmuntern. Da für eine Shoppingtour kein Geld da ist, führt er sie in die kostenlose Kleiderkammer einer Obdachlosenhilfe. Zwischen den beiden knistert es. Das sieht ja richtig gut aus. Zeig dich mal her. Na siehst du, hab ich doch gleich gesagt, Retro-Sachen stehen dir voll. Finde, du siehst besser aus als vorher. Wenn du es so gut findest, kannst du ja gleich anlassen. Schön, dass du wieder lachen kannst. Mit dir ist einfach alles so entspannt. So. Du nimmst das Leben, wie es ist. Naja, also ich versuche es auf jeden Fall. Aber sag mal, jetzt wo du von zu Hause weg bist, was hast du eigentlich vor als nächstes?
ganz ehrlich, ich habe mir darüber noch keine Gedanken gemacht. Ja, mit einer Unterkunft wird natürlich auch nicht ganz einfach werden. Naja, ich habe mir überlegt. Ich meine, ich will dich nicht überrumpeln, aber könnte ich nicht ein, zwei Tage bei dir unterkommen? Oje, bei mir? Ich weiß nicht, ob es dir wirklich gefallen wird bei mir. Warum? Ist ein bisschen klein und auch nicht so, wie du es gewohnt bist. Ich suche keine Luxussuite, ich brauche einfach nur einen Schlafplatz. Na gut, dann kommst du zu mir mit. Ich mache uns einen Kaffee und du schaust dir mein Zuhause an und überlegst dir, ob du bleiben möchtest oder nicht. Okay, super. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Normalerweise empfange ich nämlich gar keinen Besuch zu Hause. Bin echt mal gespannt, wie Svenja reagieren wird, wenn sie sieht, wie ich wohne. Hoffentlich ist sie nicht voll enttäuscht. Svenja hat keine Ahnung, was sie erwartet. Doch ihre Abenteuerlust ist geweckt. Sie fühlt sich zu dem aufrichtigen Weltverbesserer hingezogen. Dass sich Tobis Zuhause als leerstehendes Abrisshaus entpuppt, schockiert sie zwar ein wenig, doch für sie zählt gerade nur, bei Tobi zu sein. Letzte Renovierung ist ein wenig her, aber das ist mein Heim. Okay. Bist jetzt bestimmt voll abgefuckt, oder? Es sieht schon krass aus, aber ist schon okay, also... Ich meine, ja, wir müssen ein bisschen Fenster putzen und staubsaugen. Aber sonst... Ja, staubsaugen müssen wir schon mal, ja. Aber es ist schön. Schon wie zu Hause. Echt jetzt? Ja. Erst vor 5 Tagen haben sich Tobi und Svenja kennengelernt. Doch bei den beiden hat die Liebe offenbar wie ein Blitz eingeschlagen. Als ich seine Wohnung gesehen habe, war ich schon schockiert. Ich meine, ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht, dass er in so einem Abbruchhaus wohnt. Aber im Endeffekt ist mir das egal. Hauptsache, ich bin in seiner Nähe. Komm, wir gehen zusammen den Bach runter. Hals über Kopf stürzt sich Svenja in eine Beziehung mit Tobi und bricht den Kontakt zu ihren Eltern völlig ab. Ihr altes Leben ist für die 19-Jährige passé. Dazu gehört auch, dass die BWL-Studentin eine Woche später an der Uni auf ihre Weise gegen das Elend der Welt protestiert. Freundin Denise, die sich mit ihr auf einen Kaffee treffen wollte, ist entsetzt. Hätte ich gewusst, was du vorhast, wäre ich mit Sicherheit nicht mitgekommen. Mann, Denise, mach dir mal nicht ins Hemd, ganz ehrlich. Außerdem, irgendjemand muss doch mal ein Zeichen setzen. Ja, aber mit so einem Spruch setzt du sicherlich kein Zeichen. Ganz ehrlich, meine Mutter geht mir so auf die Nerven. Ja, aber vielleicht solltest du mal rangehen. Sie macht sich bestimmt Sorgen um dich. Du warst jetzt länger als eine Woche nicht zu Hause. Denise, ich bin 19. Ich muss mir von niemandem sagen lassen, was ich tun muss. Hi, Svenja. Bist du jetzt so eine Öko-Tante geworden oder was? Aber wenn ich mich dich so angucke, bist du eher so eine Kreuzberger Zecke. Und müffeln tust du auch noch, ey. Ganz ehrlich, halt mal dein Maul. Kauf du mal von deinem hässlichen Geld weiter diese scheiß Markenklamotten. Hast du irgendwelche Pillen genommen oder was? Was soll das an der Wand bedeuten? Ganz ehrlich, Leute, ich schau über den Tellerrand. Ich mach nicht jeden Scheiß blind mit wie ihr. Ja, dann verbessere mal die Umwelt mit Sprühfarbe. Was wollen Sie damit? Das ist Sachbeschädigung. Hallo, können Sie mich mal loslassen? Ich rufe die Polizei. Das ist kein Problem, die Polizei ist schon informiert. Ich habe euch nämlich schon von Weitem gesehen. Und ich habe keine Lust mehr, eure Schmiede rein hier wegzumachen. Ich werde euch einen Denkzettel verpassen. Nur wenige Minuten später trifft die Polizei an der Universität ein. Svenja ahnt, dass es heikel für sie werden könnte und alarmiert sofort ihren Anwalt Niklas Dittberner. Mensch, sind Studentinnen an der Uni hier. Was denken Sie sich denn dabei? Die Sachbeschädigung kann richtig teuer werden. Ganz ehrlich, irgendjemand muss doch mal ein Zeichen setzen. Die ganzen, die denken doch alle nur ans Geld. Ein Zeichen setzen, Frau Sänger? Wie alt sind Sie denn im Himmels Willen? Fuck the system an der Hauswand. Das interessiert doch niemanden, was da steht. Aber eins ist klar, Sie können hier einen Rauschmiss von der Uni riskieren, wenn Sie die Wände von denen voll malen mit so einem originellen Spruch. Das ist mir doch scheißegal. Ist Ihnen scheißegal? Ich hatte keinen Bock auf dieses Studium und auch nicht auf diese Scheißbäckerei. Ich habe das für meine Eltern gemacht, nicht für mich. Und jetzt, die Planung ist jetzt, fuck the system, oder? Ja. Bombe. Ich kann Ihnen eins sagen, also vom Protest alleine werden Sie nicht satt. Noch nicht mal Sie. Cool. Also unter normalen Umständen müsste Frau Sänger hier mit einer saftigen Geldstrafe rechnen. So 1-2 Monatsgelder dürften schon sein.
Jetzt ist sie 19, deswegen auch nach meinem Dafürhalten auch immer heranwachsen und nach Jugendstrafrecht zu beurteilen. Deswegen wird es nicht so haarig werden. Aber eins ist klar, sie muss die Kosten der Beseitigung tragen. Und alles in allem bin ich so ein bisschen verwundert über diese doch ziemlich naive Vorgehensweise von ihr. Ich habe das Gefühl, sie versucht, meinem Mandanten jetzt nachzueifern. Aber das kann eigentlich nicht so ganz in seinem Sinne sein. Denn eins ist klar, wenn ihr Vater das mitbekommt, wird ihn das nicht milder stimmen. Svenja ist jedoch weiter uneinsichtig. Sie liebt Tobi und will wie er etwas dafür tun, die Welt zu verbessern. Doch das Leben ganz ohne Geld ist härter, als die 19-Jährige es sich vorgestellt hat. Ihr permanent knurrender Magen treibt Svenja schließlich dazu, in der Bäckerei ihrer Eltern zu klauen. Svenja? Mensch, bin ich froh, dich wiederzusehen. Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Bist du denn nur gewesen? Ich wollte schon die Polizei entscheiden. Ich bin bei Tobi untergekommen. Du kannst doch nicht zum Mann ziehen, den du ja nicht kennst. Das ist doch viel zu gefährlich. Außerdem, wovon lebst du denn eigentlich? Mama, Tobi kümmert sich super um mich. Wir kriegen das schon alles hin. Warum hast du nicht einmal auf meine Anrufe reagiert, dich wenigstens mal bei mir gemeldet? Ja, du kennst es doch, mein Akku war leer. Ja, den kann man mal aufladen. Wir haben momentan keinen Strom und ich hatte keinen Bock, dass Papa mich so anmeckert, du weißt doch. Dein Vater macht sich genauso Sorgen wie ich. Svenja, bitte komm wieder zur Vernunft, komm nach Hause. Denk an deine Ausbildung und an dein Studium. Dieser Tobi kann dir offenbar nur spitten. Mama, ich liebe Tobi, versteh das bitte endlich. Und ich werde mit ihm auch alles hinbekommen. Hm, das sehe ich. Schleiß dich hier in eine Backstube und dann steckst du heimlich Brot ein. Ich hätte halt Bock auf mein Lieblingsbrot. Außerdem, du weißt, in der Tafel gibt's das nicht. Und Papa spendet sowieso nicht. Du bist genauso stur wie dein Vater. Nimm mit. Dankeschön. Und noch ein bisschen was. Ein bisschen was, wenn du noch Geld hast. Nein, lass stecken. Bitte nimm das. Nimm Nein. es an. Nein, ich möchte das wirklich nicht. Wenn du Hilfe brauchst, dann meldest dich bitte bei mir. Ja, Mama. Ich bin heilfroh, dass ich Svenja endlich wieder gesehen habe. Und wenn ich sie nicht gehen lasse, vergraule ich sie erst recht. Trotzdem hoffe ich, dass sie wieder zur Vernunft kommt und dass dieser Tobi auf sie aufpasst.